Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, aus meiner Sicht eher traurige Bilder gingen ja dieses Wochenende aus meiner wundervollen Heimatstadt Berlin um die Welt. Ungefähr 20.000 Menschen hatten sich in der Hauptstadt versammelt, um weitestgehend ohne Schutzmasken und ohne die üblichen Abstandsregeln gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Aus meiner Sicht gibt es hierfür rational keinen Grund, denn das Virus hat nach wie vor nicht an Gefährlichkeit eingebüßt und auch an der Tatsache, dass wir nach wie vor weder eine wirklich wirksame Behandlungsoption noch eine Impfung gegen das Coronavirus haben, hat sich auch nichts geändert. Jetzt gibt es neue, doch etwas beunruhigende Studiendaten, die belegen, dass wir selbst nach einer durchgemachten Coronavirus-Infektion gegebenenfalls mit andauernden Herzschäden rechnen müssen. Was steckt dahinter? Hör auf dein Herz. Kardiologen, um eine gewisse Frau Dr. Puntmann aus der Uniklinik Frankfurt haben nun 100 Patienten im Schnitt 71 Tage nach erfolgter Covid-19-Diagnose im Herz-MRT untersucht. Und die kardiale Magnetresonanztomographie ist ja eine ganz hervorragende Untersuchung, wenn es darum geht, feinste gewebliche Veränderungen im Herzmuskel, wie zum Beispiel eine andauernde Entzündungsaktivität, nachzuweisen. Das Interessante und gleichzeitig auch etwas Beunruhigende war nun, dass die Forscher nach im Mittel 71 Tagen, wie gesagt, bei 60% der Patienten im Herz-MRT Anzeichen einer sogenannten aktiven myokardialen Inflammation, also einer andauernden Herzmuskelentzündung, darstellen konnten. Insgesamt war es so, dass bei über 3/4 der Patienten, nämlich bei 78%, im MRT Veränderungen gezeigt werden konnten. Was waren das für Veränderungen? Typische Veränderungen waren eine diffuse sogenannte myokardiale Fibrose und ein myokardiales Ödem, also auf Deutsch gesagt Wassereinlagerung und Einlagerung von Bindegewebsfasern in das Herz, daneben aber auch wirklich Vernarbungen des Herzmuskels und auch des Herzbeutels. Jetzt würde man natürlich instinktiv erwarten, dass diese gefundenen Veränderungen im Herzen vor allen Dingen die Patienten betreffen, die eine besonders schwere Verlaufsform der Covid-19-Infektion durchgemacht haben. Genau das war aber in dieser Studie eben nicht der Fall, denn die beschriebenen Veränderungen waren unabhängig von der Art und der Anzahl der Vorerkrankungen und auch unabhängig von der Schwere des Krankheitsverlaufs. Drei der Patienten, die im MRT des Herzens besonders ausgeprägte Veränderungen hatten, die haben dann auch eine Herzmuskelbiopsie erhalten und siehe da, man konnte tatsächlich Entzündungszellen, nämlich sogenannte Lymphozyten, im Herzen nachweisen. Interessanterweise ließ sich bei diesen drei Patienten aber das Virus selber nicht nachweisen, ganz im Gegensatz zu anderen vorausgegangenen Untersuchungen. Und das legt die Vermutung nahe, dass diese Langzeitveränderungen, die jetzt hier in dieser Studie gefunden wurden am Herzmuskel, dass die vielleicht auf einer Entzündungsreaktion beruhen, die initial vielleicht durch das Virus ausgelöst, also getriggert wird, die sich dann aber im weiteren Verlauf gewissermaßen verselbstständigt und dann auch ohne das Virus fortbestehen kann, ganz ähnlich wie wir das ja auch von anderen Myokarditiden, von anderen Herzmuskelentzündungen kennen. Letztlich bleibt aber weiterhin unklar, ob und wenn ja, wie häufig wirklich das Coronavirus selber quasi aktiv eine Herzmuskelentzündung verursacht. Aktuell ist es ja so, dass wir wirklich typische, akute, also schwere Fälle einer vermeintlich durch das Coronavirus bedingten Herzmuskelentzündung eher selten beobachten. Auch was diese im MRT nun beschriebenen Veränderungen am Herzen im Langzeitverlauf wirklich in Bezug auf Lebensqualität und Prognose, also Lebenserwartung für diese betroffenen Menschen bedeuten, das ist weiterhin vollkommen unklar. Interessant ist übrigens auch, dass die Herzleistung bei diesen betroffenen Patientinnen und Patienten zwar signifikant, aber letztlich nur wenige Prozentpunkte eingeschränkt war im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also wie immer brauchen wir Langzeitdaten, um wirklich beurteilen zu können, inwieweit wir auch nach einer bereits durchgemachten Coronavirus-Infektion mit weiteren Komplikationen auch für unser Herz-Kreislauf-System rechnen müssen. Was wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt schon mit nach Hause nehmen können, sind aus meiner Sicht zwei Dinge. Erst einmal gibt es, wie ich finde, keinen Grund zur Panik, denn die wirklich langfristige Relevanz dieser nun erhobenen Studiendaten, die ist aus meiner Sicht aktuell noch vollkommen unklar. Aber nach wie vor gibt es eben keinen Grund, das Coronavirus in irgendeiner Form zu verniedlichen, denn, und das hat ja diese Studie jetzt wunderbar gezeigt, wir wissen einfach noch viel zu wenig über das Virus, insbesondere auch über mögliche Langzeitkomplikationen, selbst schon nach einer durchgemachten Coronavirus-Infektion. Also in diesem Sinne sollte diese Studie für uns alle Motivation sein, auch
wenn es gerade in diesen schönen Sommertagen schwerfällt, mit unseren Hygienemaßnahmen weiter stringent am Ball zu bleiben, einmal um uns selber zu schützen, vor allen Dingen aber auch als Zeichen des Respektes unseren Mitmenschen gegenüber, die wir eben nicht einfach so einer Infektionsgefahr aussetzen sollten. Das war es jetzt schon wieder von meiner Seite, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein bestätigendes Like. Vergessen Sie auch nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Diskutieren Sie jetzt mit in den Kommentaren, aber bitte immer schön respektvoll bleiben, selbst wenn es ein sehr emotionales Thema ist. Bis dahin, bleiben Sie schön gesund, Ihr Dr. Hart.